abgestellter Holze meldet sich zum Dienst. Wie ist denn quasi so die Qualitäts-DNA der Firma? Ja. Erstmal zu sehen, ja, was läuft gut. Was könnte so ein Hauptgrund sein, warum man vielleicht auch nicht beim Bäcker kauft oder das Gefühl hat, wenn die Qualität nicht stimmt, was ist Qualität? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, herzlich willkommen mal wieder in einem Vlog. Nummer weiß ich gerade nicht, wirst du jetzt hier sehen. Zack, ich bin gerade in Rotenburg unterwegs und ich liefere heute an. Und zwar haben wir einen neuen Kunden im Famila-Markt in Rotenburg. Freuen wir uns schon drauf. Es geht um Belieferung unseres Eagles, Vollkornbrot und so weiter. Igel, Vollkornbrot und Kürbisschoten. So. Und das erledige ich diese Woche mal als erstes selber. Wir müssen erst mal gucken, wie das da alles läuft. Die haben natürlich auch Stress ohne Ende. Wie überall. Die Woche fing echt ein bisschen knackig an. Wir haben heute Morgen Feueralarm gehabt im Lidl-Markt. Mussten wir erstmal alle draußen stehen. Weiß ich noch nichts Genaues. Ja, das Übliche. Also ein richtiger Montag. Heute, wir haben ein ziemliches straffes Programm diese Woche, denn heute Abend hole ich noch aus Bremen Kollegen ab, ein Werkmeister aus dem Süden von Deutschland. Genau, der wird uns ein bisschen unterstützen, mal ein Feedback geben von außen, was der so von unserer Qualität hält, aber es geht auch um Verbesserung der Frischhaltung. Das Thema habe ich ja schon mal abgefragt, auch bei Social Media. Das ist ein Thema, was alle Kunden sich verbessert wünschen. Generell ist das, glaube ich, ein Thema. Man will natürlich, also es ist klar, dass ein Brot nicht jetzt ein Mischbrot irgendwie eine Woche weich sein kann oder diese künstlichen Toastbrote, die ihr alle kaufen könnt. Ich sag mal, die mit Enzymen und allen möglichen Sachen so produziert sind, dass sie wirklich, ich sag mal, die drückst du zusammen, dann gehen die wieder auf wie so ein Schwamm und sind zwei Wochen, drei Wochen frisch, gefühlt frisch. Das können wir natürlich als Handwerksbäckerei nicht liefern. Ich glaube, das versteht auch jeder und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Dafür kann man ja jeden Tag zu uns kommen. Wir müssen aber als Handwerksbäckerei auch eben echt ein bisschen Gas geben und unsere Qualität dauerhaft immer wieder auch verbessern und nach Möglichkeit nach oben schrauben. Das ist, davon leben wir, dass ihr uns unterstützt, dass ihr das Handwerk unterstützt. Klar, und die Industrie knallt natürlich voll dagegen mit ihren ganzen Sachen und wird auch immer, geschickter, sag ich mal, da ja, die Dinge an den Markt zu bringen und zu verkaufen mit dem Anstrich von natürlich und Handwerk und so weiter. Da muss man, finde ich, schon ein bisschen aufpassen. Also Thema Marketing, ja, sind halt Füchse, ne? Jeder, der selber einkauft, weiß das. Genau, also ich bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg und finde es super, dass du wieder dabei bist. Wenn du Bock hast, dann direkt mal jetzt abonnieren. Jetzt, bitte. Und wenn du richtig cool bist, dann machst du auch noch die Glocke an. Dann wirst du erinnert, wenn es ein neues Video gibt. Ja, also, ich freue mich auf die neue Woche. Diese Woche wird richtig knackig, habe ich schon gesagt. Eventuell teile ich das alles ein bisschen auf. Mal sehen, wie ich das überhaupt hinkriege. In diesem Sinne, mal gucken, was es so gibt. So, heute ist Dienstag. Jetzt warten wir auf unserem... Oh, wer ist da denn? Ach, die Beko kommt heute hier, guck. Die sind heute Morgen da. Sehr schön. Ja, heute kommt unser Backmeister, was ich ja schon gestern erzählt habe. Der kommt jetzt, Mann, Klingeling, der kommt jetzt gleich um 8, den habe ich gestern Abend noch abgeholt vom Flughafen. Da wollen wir mal gucken. Oh, hier ist das Licht aber auch nicht schön. Wollen wir noch mal gucken, was heute los ist. Wir wollen uns erstmal die Ware angucken, also eine kleine Beurteilung von außen. Und dann wollen wir mal gucken, was wir die Tage so fertig kriegen. Freuen wir uns schon drauf. Das wird, glaube ich, sehr interessant, sehr spannend. Ja. So. Ich will jetzt noch mal eben nach Schesel fahren. Wollen wir gucken.
dass wir da noch mal eben schauen, was da so los ist. So, haben wir vielleicht noch mal kurz Gelegenheit, ein bisschen zu quatschen. Was mich gerade wirklich so ein bisschen beschäftigt oder auch tatsächlich freut, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich etwas mehr Interesse am Handwerk gibt. Ich habe erst darüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Wir haben ja sehr unsichere Zeiten. Das heißt, das Bedürfnis nach Sicherheit steigt bei uns Menschen, ist mein Empfinden, weil global die Welt irgendwie gefühlt auseinanderzugehen droht, auseinanderfliegen zu droht durch die ganzen Kriege und wirtschaftliche Herausforderungen, politische Veränderungen und so weiter. Und wir Menschen sehen uns vielleicht nach Sicherheit, aber auch vielleicht wieder nach so Heimeligkeit, kleinere Einheiten, das Dorf wird wieder wichtiger. Und ich finde, oder ich wünsche mir, oder wäre ja wirklich toll, wenn das so ein bisschen tatsächlich zum Trend wird, dass wir wieder näher zusammenrücken. Und darin könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht auch ein Interesse, wieder mehr vor Ort zu arbeiten im Handwerk. Da weiß ich, was ich habe. Ich habe vielleicht den nahen Weg in die Firma. Ich habe da die Menschen, denen ich vertraue, mit denen ich zusammenarbeite. Die kennt man. Man braucht nicht dieses ganze globale, ja, was man auch über Social Media natürlich oft vermittelt kriegt, diese ganzen Shorts und so weiter, dass die Welt irgendwie, dass die Menschen hier schnell reich werden und keine Ahnung, irgendwie überall glücklich und hast nicht gesehen, dass einen das auch teilweise ein bisschen verwirrt oder auch die jungen Menschen verwirrt und es wieder so ein, auf der einen Seite auch einen Gegentrend gibt. Wenn das so ist, ist jetzt einfach nur so mal lose Gedanken von mir. Wenn das so ist und so wäre, wäre das natürlich toll. Und wir haben jetzt gerade aktuell, wir haben einen neuen Lehrling, da freuen wir uns richtig drüber. Das ist ganz toll. Wir haben jetzt tatsächlich Praktikanten gehabt, auch Anfragen zu Praktikas. Das freut uns natürlich. Und Selbstbewerbungen auch sind jetzt wieder verstärkt da, sodass ich sogar schon so ein bisschen gucken muss, wie sieht es denn im Moment aus, was brauche ich, was brauchen wir für die Zukunft. Die wirtschaftlichen Herausforderungen sind natürlich trotzdem extrem, aber das macht mir gerade so ein bisschen Hoffnung, das wollte ich gerne mal teilen mit dir. Wie siehst du denn das, wenn du hier dabei bist und zuhörst, findest du auch, dass das Handwerk mehr Wertschätzung braucht, mehr Aufmerksamkeit braucht, dann schreib doch mal gerne in die Kommentare. Ich finde das wichtig, dass andere Leute das auch sehen und vielleicht sogar mal unsere Politiker. Denn der Mittelstand, das Handwerk ist tatsächlich die Säule unserer Wirtschaft und trägt unfassbar viel zur Wirtschaftsleistung unseres Landes bei. Und ich finde, das darf ruhig ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Genau. So, jetzt bin ich gleich da und hoffe, du konntest dem folgen und bist nicht ausgestiegen. Genau, weiter geht's. So, schön sind wir da. Wunderbar. Genau, Pennymarkt-Schäsel. Oh, mal schauen hier. Ja, guck mal, da ist der Chef, der kommt auch mal vorbei. Guck mal nach dem Rechten. Machen wir gleich mal Übergabe hier. Guten Tag. Angestellter Holze meldet sich zum Dienst. Alle Achtung. Von meinem Hirn hier, wie es bei euch aussieht. Gut stressig heute Morgen, ne? Ja, eben war gut was los. Was hat sie? Ist egal. Ist einfach. Ja, ich habe das schon gesehen eben, ne, so vom Weiten, dass hier gut was los ist. Ja. Moin. Ja, ein kleiner Besuch. Ja, genau. Eben war gut was los. Wir haben momentan so ein bisschen Probleme mit der Zeitung. Ja. Da wird irgendwie nachts immer was geklaut. Was? Ja, von der Reto wird immer was geklaut. Echt? Ja, ja. Okay. Ja, da sind wir jetzt gerade mit Penny dabei, eine Lösung zu suchen. Da. Ja. Ist gut, jetzt bin ich hier im Büro angekommen. Das ist der gute Herr Grundei, ne? Richtig, genau. Manuel, ne? Ja, ja. Manuel. Genau. Ja, das sieht hier jetzt ganz interessant aus. Was haben Sie denn da jetzt gemacht?
Also einfach mal ein bisschen gekostet, probiert. Ja, die Produkte, die wir uns anschauen wollten, einfach mal einen Qualitätscheck gemacht. Ja. Auch so ein bisschen zu schauen, wie ist denn quasi so die Qualitäts-DNA der Firma. Ja. Erstmal zu sehen, ja, was läuft gut, wo soll die Reise hingehen. Ja. Wie können wir die anderen Produkte vielleicht weiterentwickeln. Genau, das ist immer für mich so der erste Schritt, um einen Betrieb auch von den Produkten her kennenzulernen. Genau. Und zu sagen, okay, wo kann man ansetzen und sich einfach dann auch dementsprechend weiterentwickeln. Ja. Thema ist Frischhaltung, habe ich auch schon gesagt. Letztens habe ich bei Instagram mal so eine Umfrage gemacht. Was könnte so ein Hauptgrund sein, warum man vielleicht auch nicht beim Bäcker kauft oder das Gefühl hat, wenn die Qualität nicht stimmt, was ist Qualität? Frischhaltung ist immer ein Thema. Ja. Ne? Also klar, ich meine, es ist logisch, dass ein Brot jetzt nicht unnatürlich 4 Wochen, ich sag mal, wie ein Industrietoast, sag ich mal, was du zusammendrückst und wieder aufgeht wie so ein Schwamm. Das ist klar, dass wir das nicht leisten können und auch nicht wollen. Dafür sind wir ja täglich hier auch für euch da. Aber das Thema Frischhaltung, Vorverquellung ist eigentlich das Schlüsselwort. Ne? Ja, Poolisch ist Fachbegriff, das bereiten wir jetzt noch heute vor. Vielleicht zeige ich das auch noch mal. Und morgen legen wir dann los. Ne? Mhm. Ganz kurz noch mal eben zu Ihrer Position jetzt. Ja. Kommen jetzt aus dem Süden, ne? Richtig, genau. München. Münchner Gegend, ja. Münchner Gegend. Ja. Und auch Bäcker gelernt, ganz klassisch, oder? Erst Konditorlehre, dann Bäckerlehre und dann noch den Bäckermeister gemacht. Ja. Schön. Genau. Ja. Aber auch viel im Süden unterwegs, Österreich. Genau. Ja. So das Hauptwirkungsgebiet, ja. Ja. Und jetzt stoßen wir mal in den Norden sozusagen. Richtig, genau. So, jetzt klingelt das Handy, das ist der Grund aufzulegen, hätte ich fast gesagt. Gut. Später geht's weiter. Okay, erzähl mal eben, was haben wir jetzt hier gemacht? Okay, wir haben jetzt vorbereitet die Vorteige für morgen. Ja. Wir haben jetzt zweimal Weizenpoolisch. Ja. Haben wir hier einen Aromapoolisch mit Röstbrot. Ja. 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 Okay. Genau, hier ist noch wenig passiert. Morgen genau, also heißt getrocknetes Rückbrot. Richtig, genau. Ja. Wird quasi mit Mehl vermischt und Wasser, Hefe. Geröstetes auch, ne? Geröstetes Rückbrot. Richtig, genau. Fermentiert quasi mit. Ja. Wird gleichzeitig verquollen. Ja. Und entsteht einfach was Neues einfach. Ja. Das ist ganz besondere Aromatik. Ja. Schön. Genau. Gut. Ja. Den können wir dann für morgen quasi. Hier auch noch nicht viel passiert, nee, aber klar. Klassischer Poolisch, Weizen. Gucken wir uns morgen früh an. Okay. Genau. Und draußen haben wir noch ein Frühstück gemacht und noch einen Mischmehl Poolisch, also Roggen und Weizen gemischt, auch mit Röstbrot. Okay. Den lassen wir draußen stehen, nicht über die Kühlung. Okay, super. Ja. Danke. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch und ich bin mal gespannt, was heute so auf uns zukommt. Heute geht's los oder weiter mit dem Backmeister, was du ja im Video schon gesehen hast. Wir wollen heute ein paar Backversuche machen. Das werde ich sicherlich schon mal ein bisschen zeigen. Es ist noch sehr früh und ich sitze jetzt hier und gehe gerade meine ganzen Kontaktdaten durch, weil wir aktuell auch einige Anzeigen draußen haben, weil wir noch ein, zwei Leute suchen. Vielleicht Teilzeit, vielleicht Aushilfe, müssen wir mal schauen. Generell sind wir aber eigentlich ganz gut besetzt aktuell und ich habe tatsächlich einige Bewerbungen. Einiges passt halt auch nicht, das ist auch normal. Und ich muss heute Morgen mich hier ein bisschen sortieren, weil ich einige Sachen auf dem Zettel habe, was die Strategie und die Planung angeht. Das ist durchaus relativ langweilig zu zeigen. Deswegen einfach nur mal kurze Info. Ja, bin mal gespannt. Wir probieren ja gerade ein bisschen aus mit der neuen Ernte, was Dinkel angeht. Da gibt es so ein, zwei Herausforderungen. Ist aber okay. Also ist jetzt nichts, was irgendwie uns große Sorgen macht. Und insgesamt sind jetzt Ferien. Merken wir so teilweise tagsüber so ein bisschen. Ist dann vielleicht manchmal auch so, dass Leute natürlich logischerweise in Urlaub fahren und so weiter. Ne? Genau. Ansonsten freue ich mich eigentlich auf diesen Tag und ich mag diese Zeit, wenn das morgens noch dunkel ist, früh am Tag. Und dann kann ich hier auch ein bisschen was schaffen, weil später sind dann viele
Gespräche wieder dran. Heute ist auch noch, wenn ich das richtig weiß, muss ich mal eben gucken. Genau, heute ist auch noch Teamleiter-Meeting mit meinen Verkäuferinnen von den Filialen. Das machen wir online. Ja, also der Tag ist heute ziemlich voll. Ich habe heute Nachmittag noch Besprechung mit zwei Kollegen, was die Planung angeht, Personalplanung. Und heute Mittag habe ich noch einen Termin, einen fixen Termin mit der Firma, die mir hilft, Anzeigen zu schalten online. Also es wird nicht langweilig. So, jetzt sind wir in der Backstube, wollen mal gucken, was wir machen hier heute. Lars macht Croissant gerade. Er versucht es zumindest. Ja, ja? Das wird alles nicht so gut. Wieso nicht? Der Teig ist nicht richtig kalt, deswegen ist er ein bisschen weicher und schnurrt ein bisschen hier. Okay. Ja, der muss eiskalt sein eigentlich, ne? Ja, ist auf jeden Fall schon besser geworden. Ja. Da läuft ein Dinkelbaguette jetzt. Es soll nämlich, wenn er zu lange Teig rührt, dann erstens fängt er an zu treiben und das Kleber rutscht, also wird quasi viel stärker. Kurz, ne? Und dadurch wird er zäher und wiederum genau. Nur kurz. Ja. Es soll eigentlich fließen. Teigruhe hat er ja eigentlich schon durch den Vorteil. Ja, genau. Sag mal Bescheid, Inga. Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Ob das was wird, werden wir morgen sehen, ne? Nee, heute noch. Heute noch? Heute noch. Okay, okay. Ja. Schlapper, schlapper. Was ist mit dir? Sehr schön. Erzähl noch mal kurz. Ja. Hohe TA, also sehr viel Feuchtigkeit im Teig. Richtig, also ich würde mal sagen, so das Maximum mit TA zwischen 220, 230. Ja, genau. Also maximale Verquellung. Ja. Verschiedene Vorteigführungen, also Sauer, Foolish, Katalyse. Ja. Ja. Vorverquellung sozusagen ist das Stichwort. Ne? Richtig, absolut, genau. Alles ausnutzen und somit auch beim Brot, das eigentlich von der TA oder von der Frischhaltung nicht mehr zu schlagen ist und die Aufarbeitung ist aber relativ smart, also sehr effizient und ist natürlich auf verschiedenste Produkte dann adaptierbar. Ja. Wir können hier noch ein bisschen Restzeit. Ja, drücken wir nochmal showmäßig auf den Knopf. Das sind die Finchgauer, oder? So? Was? Geht zu schnell, oder was? Ja, kann nicht schnell. Nee, was ist das? Finchgauer, oder? Ja, ich arbeite hier mit zwei Kameras. Ja, sehr geil. Schon ziemlich weit, ne? So, hier haben wir die ersten schönen Kipferl. Wunderbar. Geschmacklich. Hallo. Hallo. Aha, aha, aha. Wäre mal gespannt, was das hier ist. Ja, hier stehen die schönen Finchgauer, die wahrscheinlich gleich in den Ofen kommen. Mal gucken. Jo. Jetzt
jetzt ist hier auch schon gleich Feierabend. Kollege arbeitet da hinten noch. Wollen wir da noch mal eben hingucken? Was haben wir jetzt hier noch? Das ist nochmal Kartoffeln. Ja. Den machen wir quasi dann in der Langzeit für den Morgen. Ja. Ach so. Mhm. Ja. Das erste Brot haben wir raus. Ja. Nee, Roggenmisch ist oder Weizenmisch? Weizenmisch, ja. Weizenmisch. Also, ja. Mischbrot, ja. Mhm. Ja. Im Korb habt ihr das jetzt noch nicht gemacht, ne? Nee, die kommen noch. Ja. Also diese sind jetzt. Interessant, ne? Ja, sehr soft hier auch. Ne? Bin ich ja mal gespannt, ey. Ja, und stehen, haben wir jetzt gestanden, 55 Minuten im Ofen. Ja. Kerntemperatur gemessen und jetzt lassen wir die hier im Kasten ein bisschen auskühlen. Ja. Und dann. Dass sie so ein bisschen reißen, kann man wahrscheinlich nicht ganz verhindern. Ich oder was sagt er? Zwei Stücke da drin hast. Also hast du so ein bisschen Öl damit. Stimmt, ja, hast recht, stimmt. Dann kriegst du es vielleicht so hin. Ne? Das würdest du vielleicht nur hinkriegen, wenn du einen Impuls nur hättest, ja, ne? Ja, müssen wir probieren, wie weit man geht. Ja. 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 Und man, oder man legt den unter. Ja, muss man mal gucken, ob man das irgendwie so hinkriegt. Ja. Ja, mit den Fischstauern, genau. Die backen wir gleich. Schön kurz und heiß. Ja, schön. Kriegen um so ein bisschen Nase rum, ne? Ja. Die bleiben auch draußen, die kommen nicht in Garum. Ja. Bin ja mal gespannt. Sehr schön. Hier haben wir jetzt noch. Ist da noch drin? Kartoffelbrot drin. Ja. Mit Kartoffelbrot. Richtigen Kartoffeln. Ja. Ja. Das ist spannend. Schön. Ja. So, warte mal. So, wie du siehst, ist hier eine Menge los. Ich teile das jetzt auf, weil das sonst zu viel wird für dieses Video. Das heißt, den nächsten Teil oder den, wie es weitergeht hier mit unseren Backversuchen, das kannst du dann im nächsten Video sehen. Ja, freuen wir uns natürlich, wenn du wieder einschaltest. Am Ende weißt ja, Däumchen wären Träumchen. Und abonnieren, Glocke und so weiter. Du kennst das Spielchen. Freuen wir uns, dass du das Bäckerhandwerk so heftig unterstützt. Tschö mit Ö.